Willkommen zurück, Jeroen Schipper hier. In diesem Video behandeln wir die Frage, wie du mit Ablehnung am besten umgehst, ja, wie du das Ganze einordnen solltest. Denn wenn du jetzt öfters rausgehst und Frauen ansprichst, dann kann es Tage geben, an denen du nur Körbe bekommst. Ja? Es kann sein, dass du dich mit einer unterhältst, 20 Minuten, und erst dann sagt sie, sie hat einen Freund. Das ist dann wahrscheinlich eine leichte Enttäuschung für dich. Ja, dann gehst du zur nächsten, sagt nein, keine Lust, keine Zeit, schaut dich komisch an. Und es geht immer so weiter. Und dann denkst du, du hast dich mit einer gut verstanden. Du schreibst mit ihr und dann nach ein paar Nachrichten, wenn es dann zum Treffen, aufs Treffen hinausläuft, schreibt sie dir auch, dass sie einen Freund hat. Ja, das kann erstmal enttäuschend sein. Ja, das ist natürlich kein schönes Gefühl, weil jeder Mensch will im Prinzip Ablehnung vermeiden und das ist völlig normal. Die Sache ist aber die, dass Ablehnung unvermeidbar ist. Ja, das heißt, wenn du eine tolle Partnerin finden möchtest, die wirklich gut zu dir passt, dann wirst du zwangsläufig abgelehnt. Ja, das ist völlig normal. Das heißt, wenn du überhaupt nicht abgelehnt werden möchtest, dann weißt du was, schau nicht mehr diesen Kanal, geh einfach nicht auf die Suche, ja, und finde dich damit ab, dass du wahrscheinlich noch eine lange Zeit Single bleiben wirst. Ja. Aber wenn du verstehst, wie du Ablehnung einordnen musst, ja, und sollst, und dass es völlig normal ist, dass du abgelehnt wirst, dann weißt du im Prinzip, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, das klingt jetzt erstmal komisch, aber im Prinzip jedes Nein bringt dich näher zu einem Ja. Ja, ist ganz normal. Kennst du vielleicht vom Sales, Telefonmarketing, ja, dass du im Prinzip Nummern wählst und statistisch gesehen, sagen wir mal, eine aus 10, da bekommst du einen Termin. Ja, so ungefähr kann es in der Stadt auch laufen. Es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die bestimmen, wie gut das Ganze für dich läuft. Ja, das ist erstmal dein erster Eindruck, ob du irgendwie creepy rüberkommst, ja, deine Kommunikationsfähigkeiten, das sind alles Faktoren, die das Ganze maßgeblich beeinflussen. Ja. Denk immer daran, dass es völlig normal ist, abgelehnt zu werden und dass du das dann auch nicht auf dich beziehst, ja, weil es ist immer, obliegt immer der Frau, ob sie dich im Prinzip, ob sie gut auf dich reagiert oder schlecht. Ja, das hat im Endeffekt gar nichts mit dir zu tun. Ja, das musst du dir halt klar machen. Du darfst nicht ein paar Frauen ansprechen, harte Abfuhren bekommen und dann sagen, hey, das liegt vielleicht daran, dass ich so hässlich bin. Ja, vielleicht habe ich heute komische Klamotten an. Was ist mit mir? Stimmt irgendwas mit mir nicht? Diese Gedanken darfst du dir nicht stellen. Ja, es hat immer zu 100% mit der Frau zu tun, ob sie dich ablehnt oder eben nicht. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Wenn du rausgehst und Frauen ansprichst, dann wird es auch Tage geben, ja, da steckst du da gar keine große Arbeit rein. Das heißt, du gehst nicht extra eine halbe Stunde oder eine Stunde raus, um Frauen anzusprechen, sondern du gehst einfach von deiner Arbeit nach Hause, sprichst eine an und zack, es funkt sofort und du hast direkt ein Date. Ja, das heißt, du weißt nie, wann es funktionieren wird. Das weißt du von vornherein nicht. Ja? Das heißt, Ablehnung wird passieren, gar keine Frage. Die Frage ist nur, wann wird es funktionieren. Ja? Das ist der knackende Punkt. Und du weißt nie, wann es passiert, deswegen integriere das Frauenansprechen in deinen Alltag und du wirst sehen, der Moment wird kommen, früher oder später, ja, je nachdem, wie gut du bist und naja, auch ein bisschen vom Schicksal abhängig, wann es richtig reinhaut. Und wenn du dann mit ihr auf ein Date bist und ihr versteht euch super, ja, und ihr seht euch Monate und Jahre, ja, und dann frage ich dich, haben sich diese Ablehnungen gelohnt? War es das wert? Selbstverständlich war es das wert, ja, weil dann, wenn du dann die Richtige für dich gefunden hast, dann vergisst du den ganzen Frust, ja, diesen ganzen Rückschläge, diesen ganzen Ärger, das ist, löst sich dann auf einmal in Luft auf. Ja, es löst sich in Luft auf, weil du merkst, weil dein Gehirn dir praktisch zeigt, hey, das hat es jetzt wirklich gebracht, das hat sich im Endeffekt richtig, richtig gelohnt. Wichtig ist auch, dass du da nicht zu früh aufgibst. Ja, großer Fehler, den Leute machen, sprechen 3-4 Frauen an, sagen, hey, das klappt nicht, das ist nichts für mich, geben auf. Dann wirst du nie an diesen Punkt kommen, an dem es sich tatsächlich lohnt. Deswegen ist ganz wichtig, dass du dranbleibst, ja, dass du das Ganze durchziehst und dann wird es sich für dich auch auszahlen. So, und ja, weiterhin, wenn du jetzt damit anfängst, dann kommst du auf gewisse Plateaus, was dein Skill angeht. Und zwar sind es immer gewisse Plateaus, ja, das heißt, die Lernkurve, die geht nicht steil hoch. Die Lernkurve geht praktisch so,
dann geht es wieder ein bisschen hoch und dann kommst du auf ein neues Plateau. Ja, das heißt, am Anfang wirst du wahrscheinlich erstmal eine steile Lernkurve haben und dann merkst du irgendwie, hey, es wird nicht besser, du kommst da nicht weiter und dann bist du auf einem sogenannten Plateau eben gelandet. Ja, und wichtig dann nicht die Nerven verlieren, nicht dann aufzuhören, sondern mach dir bewusst, dass du jetzt gerade auf einem Plateau bist, auf einem Lernplateau. Und der nächste Sprung, wo du besser wirst, wird wieder kommen. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich kommt eine Beziehung oder was eben auch immer du daran anstrebst. Und das ist eben auch ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. So zusammenfassend lässt sich sagen, wenn du Ablehnung erfährst, weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist, du weißt, dass du deine Komfortzone verlässt, nimm dir das Ganze nicht zu Herzen, ja, sondern das hat einfach zu 100% mit der Frau zu tun, denn es gibt tausende Gründe, weshalb es nicht passt. Vergeben, keine Lust auf Männer, keine Zeit, was auch immer, es ist völlig, völlig egal. Das Einzige, was für dich zählt, sind die Erfolge, ja, und darauf arbeitest du hin. Das heißt, wenn du jetzt noch sehr, 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 sehr viele Ablehnungen erfährst oder dich überhaupt nicht traust, Frauen anzusprechen, dann wie immer melde dich auf eine kostenfreie Beratungssession. Ja, da schauen wir ganz genau, wie wir das Ganze für dich entspannt machen, das Ganze in deinen Alltag integrieren, dass das Ganze dir leicht fällt, dass du völlig frei und locker auf Frauen zugehen kannst, die dir gefallen, damit du letzten Endes ja für dich die Traumfrau findest. In diesem Sinne, melde dich und dann bis zum nächsten Video.